sind jetzt hier am Konami-Stand und hier sieht man natürlich die neuesten Sachen und vor allem hier ist auch Solid Snake von Metal Gear Solid. Solid Snake, er ist wieder da, ein bisschen ergraut und die Geschichte ist auch genial und es gibt schon die verschiedensten Trailer. Auf der E3 in Los Angeles sind auch ein paar Sachen schon gezeigt worden und es wird einfach der Hammer-Titel auf der PS3 und darauf warten wir eigentlich alle schon sehr gespannt. Ich wollte es ja sehen, wollte ein paar Schlüsselbänder euch mitbringen zum Verlosen, aber gibt leider alles erst ab morgen, oder? Erst ab morgen leider, sorry. Hat es einen bestimmten Grund? Ist morgen irgendwie D-Day? Wahrscheinlich schon. Also es ist ja so geplant, dass es nochmal einen Knaller gibt auf der Games Convention und das wird morgen 13.30 Uhr sein. Wenn der Entwickler selber kommt und das Spiel vor Leuten spielt, das ist schon riesig. Also es ist ja wie ein Popstar. Ah, also der Entwickler kommt selber, ist der ja richtig geil. Hideo Kojima ist der Entwickler von Metal Gear Solid. Ja. Vor 20 Jahren hat er angefangen und er spielt morgen hier live. Ja, der war ja auch auf der E3 in Los Angeles auch dabei. Richtig. Gibt es eigentlich schon eine fertige Version oder ist noch alles ein bisschen roh? Nächsten Sommer oder so. Wird die dann rauskommen? Erst nächsten Sommer jetzt. Erst nächsten Sommer. 2008. So, und Konami hat natürlich nicht nur auch Metal Gear Solid als Titel, sondern auch hier Silent Hill Origins für die PSP und auch wahrscheinlich für die PlayStation 3. Aber hier haben wir erst einmal die PSP-Version. Und hier kann man auch schon leicht anspielen, das Ganze. Ich habe ihn leider nicht zum Laufen gekriegt und jetzt wird sicherlich auch wieder der nächste Kommentar kommen. Mein Gott, der Birkes ist so blöd, den Kerl hier zum Laufen zu bringen. Aber irgendwie funktioniert es hier nicht richtig. Ich kriege hier immer nur die Herzanzeige. Aber allein schon die ersten Bilder hier sind schon sehr vielversprechend von Silent Hill Origins. Zu 70% schon fertiggestellt und Release ist November 2007. Und das wird, glaube ich, auch ein Kracher. Aber hallo. Und hier haben wir auch etwas ganz Kurioses gefunden auf der GC und zwar einen Darkroom. Und da gehe ich jetzt mal rein und dann schaue ich mir das Ganze mal ein bisschen an. Gell, Pferdzeich? Das ist jetzt Hellboy, The Signs of Evil. Wird erst im Jahr 2008 veröffentlicht, also nächstes Jahr kommt es erst auf den Markt. Und diese Version hier, die wir hier sehen, ist schon mal sehr vielversprechend. Mal schauen, ob sie bis zum Release noch etwas ändern. Aber ich laufe jetzt hier noch mal ein bisschen rum und dann gucken wir mal, wo ich den Hellboy hier hinbringe. Ah, oh, Chaka. Tja, Metal Gear Solid 4 voraussichtlich erst im Sommer 2008. Aber mal schauen, vielleicht könnt ihr ja das Spiel vorab schon mal testen, bei TR&D natürlich. Vielleicht wird es ja ein TR&D-Projekt. Aber wir haben natürlich auch für euch was Exklusives mitgenommen. Ich habe alles gegeben, hier die Leute angelabert und zwar, ihr könnt hier bei uns dieses Metal Gear Solid 4 Schlüsselband gewinnen. Exklusiv von der GC und ich gebe es ungern her. Ich sag's euch. Also ich bin ja selber Metal Gear Solid Fan. Aber ihr könnt es, wie gesagt, gewinnen. Einfach wie immer Kommentare im Blog schreiben und zwar am besten eine kleine Metal Gear Solid Geschichte erfinden. Viel Spaß! So, wir sind jetzt hier am Commodore Stand und zwar ja auch hier auf der Games Convention in Leipzig und da frage ich doch mal hier einen Kollegen von Commodore, wann kommt eigentlich der neue C64? Wann der neue C64 auf den Markt kommt? Es gab doch schon einen neuen C64, den DTV. Habt ihr das nicht mitgekriegt? Ja, genau. Das Ding kenne ich natürlich auch und ist natürlich auch bei uns in den Top-Trends drinnen. Wird es da irgendwann mal eine Weiterentwicklung geben? Naja, da sollten wir eigentlich mal den Herrn noch zufragen. Guck mal, Kollege. Hallo. Hallo. Hallo, das ist Michael von Commodore. Oh, wow. I'm burning to tell you some really exciting stuff, but I can't right now. Like, everything is pretty much in my head. But I definitely, you know, I would say, depending on the success of our gaming PCs, we will have more resources to revisit the old Commodore technology and do something new and exciting with it. Nur eine kurze Frage, kann man dich eigentlich auch customizen? Du kannst ja mal versuchen.
Okay, Customizing ist ja sehr beliebt mittlerweile. Und arbeitet ihr nur auf Kundenwünsche oder habt ihr da eigene Kollektionen? Im Moment eigentlich fast weniger auf Kundenwünsche, weil die Bilder, die wir da haben, die sind vorgegeben. Im Moment sind es 150 Designs, wird Ende des Jahres aufgestockt auf 400 und nächstes Jahr dann schon die 1000er-Grenze. Es ist im Moment leider nicht möglich, dass da jetzt der Kunde sagt, ich möchte das und das eigene Foto da drauf haben. Ich meine, okay, so à la Spreadshirt, dass man halt wirklich nur das Bild hochladen kann und dann wird einem das Ding hier so bemalt geliefert. Denke ich, dass es bald möglich sein wird, wie gesagt, ja. Aber im Moment sind ja auch wirklich schöne Designs schon zur Auswahl. Da findet man schon was. Was ist zurzeit der absolute Renner? Das kann ich nur persönlich sagen. Ich habe eine Erdbeere entdeckt und eine Zwiebel und kleine Hasen. Und dann ist noch ein Skin, ein Gehäuse, das sieht aus wie Zeitungsausschnitte, die drauf sind. Ja. Eine kleine Erdbeere, eine kleine Hase, eine kleine Zwiebel und ein paar Zeitungsausschnitte. Ja, also Frauen finden auch was. Oh, süß. Habt ihr die da? Die kann ich dir zeigen, ja. Ja, dann folge ich dir nochmal. Weil ich möchte gerne die kleine Erdbeere sehen und die kleine Hase sehen und die kleine Zwiebel sehen. Und ich kann aber nicht nur mir die Hülle customizen, sondern auch das Innenleben. Kannst du auch, ja. Also das Krasseste, was du machen kannst, ist der Commodore XX. Das ist echt das High-End-Produkt. Und ja, siehst du selber die lustigen Zahlen. Ja, ein Intel Core 2 Extreme Quad Prozessor. Schön, dass du das vorgelesen hast. Ja, es ist nur einer. Ja. Den Preis verdeckt man jetzt mal und es ist einer. Halt. Well, we have three different mouse pads. So I'm the game guru. And if you see, you have the three different ones. They're really smooth and big. So if you're gaming, you're really quick. It doesn't have to be a problem that you're with your mouse pad all the time. Ah, okay. Ist es hier da, geht's hier jetzt da zum Bundesheer? Nein. Weil da hinten ist ja auch der Bundeswehrstand von der deutschen Vereinigten Alliierten Gesandtschaft und hier geht's nicht zum Bundesheer. Nein, hier geht's auch nicht zur Bundeswehr, nicht zum Bundesheer. Hier ist nur Call of Duty 4. Das hört sich auch gefährlich an. Kann sein, muss aber nicht. Okay. Deswegen ist auch nur für Leute ab 18 zugelassen. Auf alle Fälle gibt es hier auf der Games Convention in Leipzig 300%ige Trends. Und zwar die hübschesten Messe aus Hessen, die billigsten Getränke auf einer Messe. Und es ist Metal Gear Solid 4 im Anmarsch. Ist zwar jetzt anscheinend wieder auf Sommer 2008 verschoben, aber wir können, glaube ich, erwarten und es ist es auf alle Fälle wert. Und da ist dann auch wieder die Nina da. Bis dann. Ciao.